Es geht, ihr Schlafmützen. Ja, Rex, schade, dass ich kein Geflüster einbauen kann hier. Sonst hätte ich es gemacht, wo du diesen Satz in den Chat gepackt hast. So, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen gestreckt. Ich habe es auf jeden Fall getan. Aber ihr sitzt wahrscheinlich oder liegt eher eingekuschelt irgendwo. Und irgendwie ist es hier ziemlich dreckig. In diesem atmosphärischen Tunnel. Ja, ich komme ja schon. Simon, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you all right? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not all right. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on out there? I gotta go. See you soon, Simon. Good night. You okay? Gute Nacht, Anni. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, du konntest es ein bisschen genießen. Und Crystal, noch zu deiner Frage. Ja, ich hatte das letzte Woche auch erst angekündigt. War mir auch bis vor einiger Zeit noch nicht ganz sicher, ob ich einen Stream mache oder nicht. Dann habe ich mir einfach ein Spiel rausgesucht. Ich habe keine Abstimmung gemacht oder so. Weil die meisten Horrorspiele machen schon irgendwelche anderen Leute, die aktueller sind. Und ja, die sind oft auch einfach nicht so geil. In nächster Zeit kommen viele geile Horrorspiele, aber aktuell so, ja, die üblichen Verdächtigen gibt es. Und Soma scheinen die meisten von euch tatsächlich auch noch nicht zu kennen, wie ich das mitkriege. Von daher, das ist eine ganz gute Wahl, glaube ich. Danke, Rex, dass du mal den Zähler machst und ein bisschen guckst. Immerhin 17 Leute sind hier. Happy Halloween wünsche ich euch nochmal. Bald ist auch offiziell der 31. Jesus Christ! What the hell? James Sunderland wäre stolz, wie der Simon seine Hand einfach ins Loch steckt. Und ja, so heilt man sich in dem Spiel hier. Man steckt die Hand tief rein und ja, Crystal, pack gerne nochmal einen Kommentar unter mein Ankündigungsvideo, wenn du sagst, du hast andere, die du noch vorschlagen kannst. Ich nehme immer gerne Vorschläge an für die Zukunft, ne? So ist nicht. Aber hier geht's irgendwie nicht weiter. Oder habe ich irgendwas verpasst? Ah, Ausgang. Blubberbären, guten Abend. Happy Halloween. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, du hast schon gruselige Halloween-Stimmung mitgebracht oder machst irgendwas Schönes morgen oder heute Nacht noch. Wir spielen ein bisschen Soma. Ich weiß, meine Ankündigung war mal wieder etwas spontan für den Stream. Ich kam irgendwie vorher einfach nicht dazu. Ich streame auch noch nicht regelmäßig genug, dass die Leute das immer erwarten, daher
muss ich das mal ein bisschen rechtzeitiger ankündigen noch. Aber ich habe halt auch gemerkt, meine Horror-Crowd ist nicht ganz so groß wie meine Thief-Crowd, was so das Feedback angegangen ist bei der Ankündigung. Und wir sind wieder auf dem Meeresboden. Naja. Big fine land then, right? I mean, really? How big can this ocean be? Frag mich nicht, Simon. Ich kenne mich hier nicht aus. Aber wir folgen einfach mal den Lichtern. Oh Bernd, du hast Nachtschicht. Darf ich fragen, was du arbeitest oder was du so machst? Dass du nebenbei so ein bisschen beim Stream chillen kannst. Wir sagen es auch nicht weiter. Wir stapfen ein bisschen durch den Meeresboden. Ja, Crystal, auf jeden Fall cool, dass es dir gefällt. Freut mich. Und man muss ja auch rumschleichen, ne? Also so ganz unthiefig ist es nicht, nur dass wir keine Sachen klauen in dem Sinne. Noch 350 Meter bis Lambda. Naja, dann auf geht's. Ich hoffe, ich laufe hier irgendwie richtig. Was ist das hier? Sieht aus wie ein U-Boot, was gesunken ist. Pequod. Manchmal denke ich so, das ist das, was wirklich mit der Menschheit geschehen sollte. Einfach alles. Die Erde wäre besser dran, wenn die Menschen einfach nicht da wären manchmal. Wenn einfach alles in Ruinen zerfallen würde. Wow, Chris. Das hat jetzt aber eskaliert. Aber die Menschen sind schon scheiße manchmal, ne? Das muss man schon sagen. Oh, oh. Nein, lass mich, komischer Roboter. Hat er mich gerade kleiner Scheißer genannt? Und das von irgendeinem Umherschweberoboter, der wahrscheinlich auch nur zum Staubsaugen gemacht wurde. Oder zum Meeresboden saugen. Sind wir richtig? Ja doch, wir sind richtig. Das sieht aus wie Lambda, aber was ist das hier? Wahrscheinlich die Tür, die wir wirklich nehmen müssen, ne? Hallo? Oder? Ich liebe es immer, wenn ich nicht weiß, was der richtige Weg ist. Ich will natürlich immer erstmal das optionale Zeug abgrasen. Eine alte Rettungskapsel, U-Boot, Schrägstrich. Aber da muss ich sofort an Subnautica denken, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Survival-Spiel, wo man auf einem Alien-Planeten gestrandet ist und die ganze Zeit nur rumtaucht. Und dann kommen irgendwann riesige Bestien aus der Tiefe und boah, das ist auch so ein geiles Spiel, das muss ich auch mal wieder spielen. Muss ich hier rein? Ich bin unentschlossen. Ah, Fehler. Unable to activate. Escape vessel. Protocol missing. Okay, dann kommen wir später wieder. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Senpai Panjiro, willkommen zum kleinen, feinen Halloween-Stream. Wir spielen eine Runde Soma. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Passt meiner Meinung nach auf jeden Fall gut zu Halloween. Catherine! Ja, danke auf jeden Fall für die Grüße, Pancho. Viel Spaß beim Lurken. Freut mich.
Und damit sind wir auf der nächsten Station gelandet. Hier läuft es bestimmt viel besser und wir müssen nicht wieder irgendwelche Lebewesen Bewusstsein töten. Was war denn für euch das schlimmste Gruselspiel, was ihr je gespielt habt oder zugeschaut habt? Das würde mich mal interessieren. Was zur Hölle? War das Catherine? Bernd, du fragst wegen dem Resident Evil 4 Trailer. Ja, Andi und ich haben den zusammen geguckt. Beide. Das sind ja im Grunde zwei Trailer, ne? Einmal Ingame-Demonstrationen wieder und Trailer. Hammer, hammer geil, ne? Also, ich bin ja eh schon Resident Evil Fan der ersten Stunde, seitdem ich 12 Jahre alt war, gefühlt. Und, so sehr ich immer der Meinung war, dass das Resident Evil 4 Spiel kein Remake braucht, weil es immer noch gut aussieht heute. Und immer noch ein gutes Spiel ist. Ein sehr gutes sogar. Mittlerweile denke ich, wow, ich freue mich, dass es kommt und ich kann den März nächstes Jahr, nächsten Jahres kaum erwarten. Catherine? Be quiet! Don't look at it! Weil das, was sie da gezeigt haben, sieht hammermäßig aus. Oh shit. Was zur Hölle? Ist es weg? Was auch immer das schon wieder war. Ja, mir grault schon was. Wir gleich sehen, wenn wir Catherine finden. Oh no. Spiel, tu mir das nicht schon wieder an. Simon, right here. You too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take it anymore. This is... Everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics slapped on for good measure. I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. Catherine, du siehst gut aus. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. Ach, Catherine, du weißt, wie du mich in Stimmung bringst. Hm.
Oh ja, wer freut sich auf Callisto Protocol und Dead Space Remake? Ich tu's. Oh ja. Ich tu's. The Evil Within 2 habe ich mir jetzt auch in Sale gegönnt. Das gab's für 5 oder 6 Euro. Das werde ich auch irgendwann mal genießen. Der erste Teil hat auf Konsolen leider bis heute keine richtig gute Version bekommen. Es gibt nur die PS4-Version, die richtig schrecklich ist. The Terminal, right there. Ja, Catherine, ich bin gleich soweit. Aber die kann man nur auf PS5 einigermaßen gut spielen. Und ich müsste es mal auf PC spielen oder so. Lambda Terminal 27 activated. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connection. Catherine? All right, let's give this a try. Nein, Catherine, geh nicht. Phasmophobia kenne ich, Banjo, ja. Das habe ich auch mal mit Andy und Matze gespielt, wenn du die beiden kennst. Auf Matzes Kanal war das, glaube ich. Da gibt es sogar Videos von. Also wenn du... Ist schon ein bisschen älter, aber wenn du das mal sehen willst, kann ich dir gern sicherlich noch die Links weiterreichen. Custom Cortex Chip found. Shutting down Helper Jane. Have a nice day. Ciao, Jane. Just pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool? Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were gonna launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, file it. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. Ach, Catherine ist so sympathisch. What was I said before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Catherine, können wir gleich weiterreden? Ich muss mit dem Chat reden. ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was in dieser Welt grundlegend hier los ist. Ein Komet hat die Menschheit ausradiert. Und nur die, die in diesen Unterwasserstationen hier gearbeitet haben, haben überlebt. Die diese Forschungsstation geleitet haben. Und aus Gehirnscans... Can't make any sense of it. You say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Und aus Gehirnscans früherer... Ja, Scans... wurden hier mehr oder weniger künstliche Menschen geschaffen oder diese diese Erinnerungen, diese Wesen, die gescannt wurden, sollen in den Weltraum geschossen werden, weil die Erde quasi hinüber ist. Und das ist so ein Gehirnexplosion, wenn man darüber nachdenkt. Aber es ist eine geile Idee und wie sie das hier umgesetzt haben, ist großartig. Aber offensichtlich ist hier irgendwas gewaltig schiefgegangen. Check the computer in the other room. What happened before? That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least. Gives the senses a good punch. Aber es scheinen ja auch echte Menschen hier unten gewesen zu sein, wenn wir daran denken, wie dieser Karl da lag. Der lag ja blutüberströmt da. Und auch die Amy vorhin, die sah auch nicht so robotermäßig aus. Keine Ahnung. Ob das die echten waren oder nicht?
Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und Panjo, wenn du Andi nicht kennst, mehr oder weniger ist er der Grund, warum ich das hier mache. Er hat zuerst mit dem YouTube-Content angefangen und ich habe ihm dann so ein bisschen nachgeeifert, um meine Lieblingsgames euch nahe zu bringen. Und der Matze ist ein Kumpel von uns auch, der auch einen kleinen YouTube-Channel hat, aber der macht, glaube ich, nicht so regelmäßig Sachen. So, in welchen Raum soll ich jetzt gehen? Der hier? Ich bin mir nicht so sicher. Ich soll an ein Computerterminal gehen. Medi, du bist das. Sag das doch. What tower? What are you talking about? This place is in ruins. All the cameras show static. It's so strange. Medi, du hast mich getrollt. Du hast es erfolgreich geschafft, mich zu trollen. Ja, ich weiß nicht, ob du Andi kennst. So, könnte sein. Darauf erstmal ein paar Pillen nehmen, ey. Nom 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 nom. Der war echt gut, Medi, ey. Medi, schön, dass du da bist. Ich habe gesehen, dass du mir, glaube ich, gefolgt bist auf Twitch. Kürzlich. Ich muss auch mal bei dir reingucken. Chris, ich bin die ganze Nacht aufgeblieben. Warum noch schlafen? Der Fernseher läuft im Hintergrund und die Nachrichtensprecher sind wegen des Kometen so aufgeregt zugange, als würden sie den Countdown für Silvester einleiten. Ich weiß, dass es ganz schön daneben ist, dich jetzt gerne bei mir zu haben. Wahrscheinlich habt ihr Kerle da weit unter den Wellen am ehesten eine Chance, das hier zu überleben. Ich hoffe, dass es für dich weitergeht, sofern es noch ein lebenswertes Leben ist. Sieht so aus, als wäre die Kacke jetzt richtig am Dampfen. Ich drücke mal bis auf Senden, bevor uns die Schockwelle erreicht. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Papa. Da gab's vor kurzem... There's really no way around this. A freaking comet killed the planet. Afraid so. You were all stranded down here. And we were the lucky ones. Da gibt's auch so einen Film, der vor kurzem auf Netflix rausgekommen ist. What? Nothing. Never mind. Der auch dieses Thema behandelt, wenn ein tödlicher Komet auf die Erde kommt. Kann ich sehr empfehlen. Fällt der Name gerade noch nicht ein. Großartiger Film. Zeigt genau, wie die Leute reagieren würden. Sie würden sich nämlich verhalten wie Idioten. Hier gibt es Lichter, die man antatschen kann. Auch cool. What are you doing? Careful. Kann der Killer-Roboter da mal weggehen? Ich muss den Raum verlassen. Der soll sich erstmal beruhigen. Wir sollen in irgendeinem Raum den Computer benutzen. Vielleicht meint die gar nicht den Raum hier. Gab es hier noch einen angrenzenden Raum? Ich geh mal rüber zur anderen Seite. Hier ist einer. Just check the computer. Yes, look for anything about the Ark. Daten wiederhergestellt, die Arche. Amedi, du hast vorhin auch gefragt, ob wir mal Phasmophobia zusammenspielen können. Gerne, warum nicht? Ich bin aber ein absoluter Noob in dem Game, ne? Das kann ich dir schon sagen. Also, ich bin da nicht so erfahren. Aber da lässt sich bestimmt mal was einrichten. Meinungsumfrage. Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor of that? I think it's really important we do this. Sind Sie dafür, die Menschheit ins All zu schießen? Sagen Sie uns Ihre Meinung. What are your thoughts on the Ark? It's a great idea. Finally we have something to do, am I right? Are you optimistic
about the project's chances of, about the Ark reaching space? Yeah, it can definitely be done. You already solved the biggest problem, how to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing, and hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it, but it's not gonna be easy. Mark! What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible, by every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics, beyond the superficial, I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Deep, my friend, deep. Is this from inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Ja, ein virtueller Raum, den dann die Gedanken, die gespeichert sind, erleben können. Aber keine echten Menschen. Gemischter Laubwald. Keywood, Version 4. Stadtpark. Schaltbild. Ja, im Grunde nur so ein viereckiges Stück Server, was da in den Weltraum geschossen wird. Wo alles drauf gespeichert ist. Willkommen, wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrung geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Wir versetzen uns mal so in Simon rein. Ich fühle mich falsch, nicht mehr wie ein echter Mensch. Wie würden Sie Ihren psychischen Zustand beschreiben? Ach, schwierige Frage, ne? Oh, ganz normal eigentlich. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Ich weiß nicht, ob wir natürliche Sinne haben. Unsere Roboterfähigkeiten lassen uns unsere Umgebung bewusster und genauer wahrnehmen. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Ja, also 3 oder 4, ne? Deprimierend. Ich werde das Gefühl nicht los, dass alles falsch ist. Beunruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Das geht tief ins Philosophische rein hier, ey. Es ist mir egal, welche Form ich habe, solange es für mich weitergeht. Wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr? Sie ist etwas völlig anderes und hat nichts mit meinem vorherigen Ich zu tun. Oh, das habe ich mich verklickt. Finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn euer Körper quasi tot wäre und ihr nur in irgendeinem Roboter weiterleben würdet. Schwer zu beantworten. Vielleicht können wir einen neuen Sinn in dieser Welt finden. Oder alle wahnsinnig werden. Möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt werden und den Tod akzeptieren? Vielleicht. Ich muss darüber nachdenken. Ihre Antworten wurden gespeichert. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Der Arche-Tracker. I found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Bingo. Ich bin so gut.
Es wird wahrscheinlich nicht bei Lambda sein. Da sind wir ja gerade. Bam. Wie ich einfach immer den richtigen Bereich finde. Ja, was soll ich sagen? I found it. It's at a site named Tau. Oh, no. It's on Earth. It's so close to Phi, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Oh no. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the Abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray the Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know, it's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? You know what? I found a sunken vessel just outside. Bet that could take us to Theta. Really? Didn't look completely out of action. It even lit up a little when I tried the Omni tool on it. Okay then, let's have a look. I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. Gut, aber da brauchen wir noch einen Chip, ne? Alright, let's do this. Come pick me up. Es bleibt bestimmt total ruhig und entspannt hier. Ob der Killer-Roboter immer noch die Scheibe zerstören will? Don't forget to turn it off. Down the tool. Ach, das haben wir ja in den Computer gesteckt, ne? Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt. Das mitzunehmen. Damit wir unsere Catherine immer bei uns haben. Ach, nee, da hinten war das. Where did you go? I'm waiting. Can I pull the Omni tool out? Wait. Okay, just... Be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Wie gruselig, ey. Ich reiß dich mal aus der Bewusstseinsexistenz. Bis später.